Und damit herzlich willkommen bei Hackeberry Finn, also Hacker. Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Ich hasse die verdammten Schrecklich blass. Mensch, hast du Angst? Aha. Sehr viele unterschiedliche Stimmen. Hey du, hast du Stutenfohlen gesehen? Carlo Paresse. Hacker auch genannt. Danke für die Einladung. Glückwunsch. Toller Sieg bei Wiggleboots. Luke ist ein Riesenidiot, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er je verloren hätte. Und so wie du ihn abgehängt hast, hättest du wohl gute Chancen im Palio. Könntest richtig Geld machen. Palio? Nie gehört. Mann, bist du ein Bauer. Das Palio ist ein Rennen in den nächtlichen Straßen der Stadt. Früher hat jedes Viertel einen Kontrahenten ins Rennen geschickt. Das ist jetzt anders. Du trittst gegen Reiter an, die von Bedlam und Rolven geschickt werden. Aber ich setze auf dich. Warum nicht? Gut, ich mach mit. Fantastisch. Bin schon ganz aufgeregt. Aber lass mich bloß nicht hängen, denn ich setze ein kleines Vermögen auf dich. Geh dich vorbereiten. Trink Kamille oder was immer zum Teufel ihr tut. Natürlich, erstmal schön Kamillentee machen. Und dann auf zum Rennen. Das Palio ist vor allem ein Rennen der Ehre. Oh. Der Gewinner streicht nicht nur eine Siegesprämie ein, sondern erntet auch Respekt. Also, auf die Plätze. Und los, verdammte Scheiße. Und es sind zwei Reiter. Ob das meine Plätze schafft, da bin ich mir noch nicht so sicher. Oha. Scheiße, ich bin schon wieder falsch abgebogen. Shit! Das ist käsig. Kann ich nochmal? So eine Scheiße. Da hätte ich mir auch einen Jockey aus Birkenholz schnitzen und abbissen können. Der hätte sich besser angestellt als du. So ist das Leben. Ja, ganz eindeutig, so ist das Leben. Mal trittst du die Kuh, mal tritt sie dich. Tempelwache, verschwinden wir. Bin fertig hier, Scheiße nochmal. Bleib mir bis auf Weiteres aus dem Weg. Verdammt. Scheiße. Warte mal, ganz kurz. Ich würde hier gerne ganz kurz laden. Das müsste der Safe Point sein. Ich würde das gerne nochmal versuchen. Tut mir leid, aber ich würde mir gerne einen Hacker auf meine Seite ziehen, ehrlich gesagt. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Das war nicht so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri widerfahren hat. Leider weilte sie schon nicht mehr in Novigrad. Oh. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Dann hatte die Tempelwache uns umzingelt. Da war sie mit einem heißen Blitz verschwunden. Wohin? Wusste ich auch nicht. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Das Palio ist super. Vor allem ein Rennen der Ehre. Ja. Der Gewinner streicht nicht nur eine Siegesprämie ein, sondern erntet auch Respekt. Also, auf die Plätze. Und los, verdammte Scheiße. Verdammter Dreck, Kackenscheißendreck. Das kann ich auch. Okay, die Frage ist, auf was konzentriere ich mich mehr? Echt auf die Strecke oder auf darauf meine Gegner aufzuhalten? Weil ich nicht weiß, wie groß die Strecke ist. Laufplätze! Gib Gas! Scheiße, 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 scheiße. Oh nein. Oh, es hätte gut werden können. So natürlich nicht. Und die Pferdeausdauer ist auch zu Ende. Verdammt. Okay, mit der Ausdauer vom Pferd haben wir echt ein Problem. Die hielt sich zwar schnell, aber ja, nicht schnell genug. Leider.
Ey, der da unten! Schau dich den an! Was? Hier muss ich echt mit der Ausdauer sparen. Und gleichzeitig muss ich gucken, dass ich die beiden Cheater hier im Griff kriege. Weil die Ausdauer, ja gut, die Ausdauer sich reagiert, das regeneriert, das es dauert. Es ist nicht einfach, das Palio zu gewinnen. Viel Glück dauert beim nächsten Mal. Einfach zu lange. So eine Scheiße. Okay. Es tut mir leid, ich versuche nochmal zu laden. Ich würde das gerne versuchen zu gewinnen, ehrlich gesagt. Aber das ist nicht leicht. Ich muss ja zwei Pferde irgendwie aufhalten. Der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Ich überlege gerade, wie ich das mache. Sie schafften es, mich zu befreien. Das war auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri. Die Strecke ist echt lang, viel zu lang für Plätze. Das heißt, ich muss mir überlegen. Dann hatte die Tempelwache uns umzingelt. Da war sie mit einem heißen Blitz verschwunden. Wohin? Es ist kompliziert, es ist kompliziert. Ich krieg ja auch nicht angezeigt, wie lang die Strecke ist. Das Palio ist vor allem ein Rennen der Ehre. Der Gewinner streicht nicht nur eine Siegesprämie ein, sondern erntet auch Respekt. Also, auf die Plätze! Und los, verdammte Scheiße! Ich bin doch schon auf der Plätze. Los, los! Ich will mal was ausprobieren. Beweg dich! Nee, aber einer reitet dann immer davon. Schade, das ist nicht die Lösung. Ich hatte das Gefühl, zwischendurch wartet einer, wenn man nicht arg schnell Gas gibt. Aber der ist jetzt sogar schon weg. Da vorne reitet er. Puh, das war also eher dumm. Okay. Pferdeausdauer ist leider gleich vorbei. Wie kann man denn das Rennen gewinnen? Da braucht man, glaube ich, echt eine Menge Glück zu, oder? Er hat es gleich abgebrochen. Ich glaube, Plötze ist noch nicht so weit. Deswegen werde ich die Quest mal als gescheitert akzeptieren. Warte mal, ich will mal ganz kurz. Ich schau mal ins Questlog rein. Ist die Quest jetzt tatsächlich als fehlgeschlagen? Nö. Die ist einfach gar nicht mehr da. Okay. Pass auf, dann machen wir folgendes. Der Rüstungsschmied ist Velen, ist Skelligret. Das war doch eh die eigentliche Quest, die ich machen wollte. Ja gut, viel Spaß euch. Ihr macht es schon. Aber für das Rennen brauchen wir echt eine höhere Ausdauer. Oder ich brauche ein paar Anläufe, bis ich das mit meiner jetzigen Plötze schaffe. Und deswegen, dazu fehlt mir jetzt die Geduld. Aber ich werde es nochmal versuchen. Ich weiß nicht, ob, wenn wir nochmal die Chance bekommen, dann versuchen wir es nochmal. Ansonsten, schade. Eine Quest in unserem Questlog, die als fehlgeschlagen gilt. Wo ist denn? Das dauert mir echt zu lange. Wo muss ich denn wieder hin? Sieben Katzen und wir müssen wohin? Hä?
Ach du Scheiße. Okay, dann gehe ich mal zu den 7 Katzen und warpe uns mal. Beziehungsweise benutze die Schilder zum Teleportieren, um uns einfach, hupala, einen schnellen Weg zum... Aber ich könnte schwören, der Wagen, ne? Der stand vorher nicht hier. Bevor wir die eine jene Quest gemacht haben. So, da drüben war das jetzt, ne? Wo genau? Da können wir hier versteckt der themerischen Feld Freischärler. Da beamen wir uns mal hin. Wir bezahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut. Zum Teufel mit den Schwarzen. Mhm. Unsere Plötze hat leider nicht ganz so gepunktet, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da unser... Plötze Arsch. Da unser Plötze leider von der Ausrüstung abhängig ist, können wir dann nur an der Ausrüstung vielleicht noch was machen. Ansonsten haben wir echt mal Pech gehabt. Ich sollte mir hier ein... Wow, was ist denn hier jetzt los? Haben wir gleich irgendwelche Tempelanlagen gefunden? Geh sofort wieder rein! Aber Kommandant, ich habe eine narrensichere Methode, Hexen zu exorzieren. Wir haben die Verletzten rausgeholt. Alle Sünder werden im ewigen Feuer brennen. Das ist mir egal. Alle Hexen, die wir haben den Befehl, diese Höhle zu durchsuchen. Und das machen wir auch. Ich könnte eine schnelle Nummer vertragen. Wir machen mit den Hexen kurzen Prozess. Und dann bist du dran. Keine Sorge. Ich langweile mich so. Gibt's ein Problem? Nicht nur eins. Es werden immer mehr und mehr. Aber was geht dich das an? Wer bist du? Die Stimme von dem einen ist irgendwie merkwürdig. Die haben offensichtlich schon was dagegen gehabt, dass ein Hexer hier ist. Deswegen bleibe ich mal. Ich löse nur Probleme. Ich bin hier, um euer Problem zu lösen. Radovid hat mich geschickt. Ach, du bist das. Wir haben dich schon erwartet. Klingt ja nicht gerade begeistert. Was erwartest du denn? Wir haben die halbe Arbeit erledigt. Dann tauchst du auf und holst dir den ganzen Ruhm? Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Sie öffnet den Eingang. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Das hat mir einige Zeit erspart. Das ist ja schön. Was erwartet mich da drin? Alles Mögliche. Das ist ein alter Tempel der Elfen. Die Hexe Eilhard hat ihn zu ihrem Versteck gemacht. Die Männer da sind in eine magische Falle geraten und wurden dann von Monstern angegriffen. Haben's kaum rausgeschafft. Sind noch mehr Leute von dir unten? Ungefähr ein Dutzend ist rein und nur die sind wieder rausgekommen. Der Rest ist bestimmt tot. Denkt ihr, dass Philippa immer noch drin ist? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie irgendwann dort war. Sicher? Was soll das heißen? Wir sind seit Lokmuin hinter ihr her. Dir die Augen auszustechen hat nicht gereicht. Radovid hätte sie an Ort und Stelle ausweiten sollen. Jedenfalls hat sie sich in eine Eule verwandelt und ist geflohen. Sie ist durch Kedwin und Redanien geflogen und hat sich hier versteckt. Okay. Ich glaube, ich erinnere mich, das war. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Die auf dem Schiff angenommen haben. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Diese Arbeit. Unsere Leiche wird man dann nicht rausholen müssen. Hey, Hals abschneiden. Ganz kurz, zu Erholungszwecken. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas aufgebraucht habe. So. Hexer oder nicht? Der ist tot, bevor du sein Gebet gesprochen hast. Ich dachte, ich könnte die Fackel mitnehmen. Genau. Das sieht doch eher aus wie ein Portal. Es muss einen Mechanismus geben, der diese Tür öffnet. So, lass uns doch mal gucken, was wir da bekommen haben. Wir haben doch irgendwas bekommen. Das da. Schlüssel.
Guck mal hier. Hier fehlt eine Kachel. Aha. Die meistgesuchte Frau Redaniens. Halt, was war das? Achso. Ein perfektes Versteck für eine Eule. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen. Da ist ein Portal. Hier ist eine Leiche. Was ist das? Da können wir irgendwas aufnehmen. Oder? Nee. Oder ist nicht in dieser Etage? Wir waren lange nicht mehr in so einer Höhle unterwegs. Aber da ist nichts. Da kann ich auch nichts machen. Okay, gut. Dann gehe ich mir mal hier das Portal angucken. Portale, großartig. Und die Hexenjäger haben sich bestimmt dran zu schaffen gemacht. Funktioniert. Ha, kommst du irgendwo raus? So, hier gibt's auf jeden Fall Kisten. Hier in den Höhlen nehme ich natürlich alles mit. Oh, da gibt's eine Spur, warte mal. Ich hasse Portale. Da dreht sich mir der Magen um. Ich weiß. Eine Flugfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Aha. Ich bleibe im Hexersinn, damit ich... Necker. Hatte ich mir schon gedacht. Nichts verpasst, ne? Ja, aber so ein paar Neckerchen, das ist doch eher jetzt für uns ein Leckerchen. Das ist ja nichts mehr. Das schnetzeln wir so weg, als wäre es Frühstück. Es sei denn, du magst kein Frühstück, dann ist doof. Da kommen noch mehr. Aktivieren. Hast du nicht aktiviert? Was? Ah, guck mal hier. Ein Kraftspeicher für Portale. Scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Feuer? Nein, aber ich habe jetzt so ein Licht. Art? Müsste wieder funktionieren. Geschafft. Das Portal ist aktiviert. Super! Haben wir einfach mal mit einer Druckwellenkraft. Wer bist du? Stehen bleiben. Keinen Schritt weiter. Steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte. Bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall. Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Boah, ich glaube, ich brauche halt neue Kopfhörer. Bei diesen längeren Aufnahmezeichen tun mir echt meine Ohren weh. Ist Philippa noch da? Darf die rauskommen zum Spielen? Denkst du, dass Philippa noch hier ist? Das weiß ich nicht. Wir haben einige Höhlen durchsucht, aber es gibt genügend Verstecke. Wenn sich jemand verstecken möchte, wäre das kein Problem. Selbst für jemanden, der keine Eule ist. Und was wird deiner Meinung nach hier passieren? Sag doch mal. Was wird hier denn Großartiges passieren? Ich weiß es nicht im Einzelnen, aber ich habe Philippa Eilharts Aufzeichnungen gefunden. Dort werden Ida Emian, Margarita Laux-Antil, Francesca Finderbär und Fringilla Vigo erwähnt. Sie wollen sich bestimmt treffen. Hier. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Ohne mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Komm schon, Junge. Sei ein guter kleiner Jäger und gib mir den Kristall. Dann will ich mal ein guter kleiner Jäger sein. Bitte sehr. Ich werde hier warten. Gute Sie Idee. Sie werden mich schon holen. Ganz bestimmt.
Ich hätte eher das Gefühl gehabt, jede andere Antwort hätte er dann doch noch als Provokation aufgefasst und hätte uns... Liebesbriefe. Na nü, da will ich doch mal reingucken. Ein wunderschöner Liebesbrief ist genau das, was ich mag. Monsterknochen? Der Liebesbrief an Philippa. Liebe Philippa, während ich schreibe, trinke ich deine Lieblingstropfen auf der Terrasse des Anwesens meines Vaters mit Tina und frage mich, was zur Hölle du dir eigentlich denkst. Ich würde ja verstehen, wenn ich dich einfach langweilen würde. Ich würde auch akzeptieren, wenn dir das Bild, das wir dir abgeben, nicht zusagt und dir jüngere, hübschere Model gesucht hättest. Aber bei allem verfluchten Göttern, Distra, dieser bei allem nötigen Respekt schmierbäuchige Schwein statt meiner, vielleicht habe ich einen Trankversuch den Verstand vernebelt oder habe ein Spiel von dir, aber auch wenn du politische Gründe hattest, dich in der Nähe dieses Privilegiums aufzuhalten, verstehe ich nicht, warum es Ende unserer Beziehung bedeuten soll. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass wir unsere Liebe verstecken müssten. Trista hatte eine Partnerin? Und zwar die Hexe... Interessant. Philippa hat eine Frau verlassen. Für Dijkstra. Und sie war eine Hexerin, das heißt... Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Meines Erachtens nach klingt es eher so, als hätte... Philippa, was ist das denn auf dem Boden hier? Frage ich mich. Als hätte, Distra deswegen auch so Interesse an uns, weil er Hexen eigentlich nett findet. Warte mal, was ist das hier? Hä? Gut, und jetzt aktivieren. Achso. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Na, ihr Süßen. Moment. So, jetzt können wir. Ach so. Ach so, oha. Da ist noch mal einer. Ich wusste, ich habe nur drei gezählt und zwei getötet. Eine Labor? Eine Labor? Stimmt, hier ist so ein riesengroßes Gefäß gedöhnt. Da war auch noch was. Da sind noch mehr Necker da unten. Da gucken wir gleich mal. Ich habe das Gefühl, wir müssen da durch, aber hier geht es nämlich noch runter. Hm, ein Tunnel. Wo er wohl hinführt? Da liegt ein weiterer von der Truppe. Der Kraftspeicher. Hallo, Freunde! Leckertein! Lasst euch nicht leckern! Das ist total neckisch! So! Das war jetzt, der zuckt noch. Wenn sie zucken, sind sie am ekelhaftesten. Deswegen nehme ich ihm mal schnell sein Herz und so. So. Ein bisschen leckern, leckern. Huh. Und der Kraftspeicher schließlich. Was wäre, wenn ich hier nicht runtergegangen wäre? Hätte ich ihn nicht gehabt, oder was? Wäre auch doof. Hopsi und hopsi hier und dann immer wieder oben. Und können weitergehen in dieses Labor. Irgendwo muss der Kraftspeicher rein. Ich glaube eher hier. Da war was, da war was, da war was, da war was. Da war da was. Hallo? Benutzt. Also immer bei diesem GS-Zeug muss der Kraftspeicher rein. Hoppala! Was war denn das gerade für ein Geräusch? Klang komisch. Das muss die unterste Ebene sein. Und hier sind noch einige... Warum werden mir diese Dinger da angezeigt? Nicht kaputt machen? Ach, deshalb. Ich dachte schon.
Boah, es ist lange her, dass wir mal wieder in so einer Höhle waren. Das ist echt schon längst überfällig eigentlich. Das muss die unterste Ebene sein. Das heißt, wir sind jetzt so tief drin, wie es nicht mehr geht, und finden noch einen Nebenraum mit Stiefeln. Ein bisschen Zeug. Ach ja, und natürlich gibt es einen Wächter. Der hinterlässt Feuer, ne? Vielleicht ganz gut, dass ich dazu übergegangen bin, Telekinese zu benutzen. Scheiße. Scheiße. Ja, komm. Sehr schön. Der war jetzt nicht so hart. Scherbe, großes Dasbock. Runenstein. Alter, ich kann nicht mehr lesen. Ich muss hinzusagen, diese Aufnahme hier findet am Tag nach dem Stream statt. Ich habe heute Nachmittag, also ich habe dann diesen 9 Stunden Stream da gemacht, ne? Weiß schon Bescheid, 9 Stunden, das ist schon hart genug. Und dann habe ich ja zusätzlich jetzt noch 4 Folgen Star Stable Nachmittag aufgenommen. Und jetzt bin ich in einer längeren Witcher-Session. Das soll aber jetzt der letzte Aufnahmeteil sein, der allerdings auch schon wieder 10 Minuten drüber ist. Oder ja, sagen wir 7. Bin ja wenigstens ehrlich. Und jetzt langsam wird es echt kritisch mit dem Pappmaul und bla bla bla. Und eigentlich will ich nur noch schneiden und schlafen, ehrlich gesagt. Ja, mache ich dann auch. Sobald wir hier... Also das wird mich ja jetzt noch... Also Philippa und so. Bett, Tisch, Stühle. Ist zwar einfach, aber trotzdem ein Zuhause. Und hier gibt es eine Menge Hinweise. Ich nehme erstmal das Gelbe auf. Weil das Gelbe scheint uns... Ach, Harte. Solche hat Philippa immer um den Hals getragen. Aber warum sind die hier voller Blut? Entweder hat sie gegen jemanden gekämpft, oder sie hat sie für ihre Experimente benutzt. Geralt kennt Philippa? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Tabakpfeife. Okay, aber jetzt haben wir nur noch rote Sachen hier. Lass uns doch mal umgucken. Aber zum einen das hier. Notizen. Fast vollständig verkohlt. Ich kann nichts erkennen. Ich habe schon wieder Viecher. Hm. Was ist das? Anis, Samen und Birkenrinde. Sehr wirksam zum Desinfizieren. Vielleicht eine Wunde desinfizieren? Gut verschmierte chirurgische Instrumente. Philippa hat hier operiert. Die Frage ist nur, was oder wen? Vielleicht sich selber nach einer Verletzung? Da hinten war noch was Rotes. Ein Megaskop. Versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Ein Megaskop. Versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Da hinten ist noch was. Irgendwo hier, aber eher dahinter. Da liegt nämlich einer der Kristalle. Ein Kristall von einem Megaskop ist ziemlich angeschlagen. Triss wird wissen, was sie damit machen soll. Triss? Triss ist aber nicht mehr da, oder? Okay, wir sollen zurück. Scheiße, kann ich mit Triss noch sprechen? War das? Nee, ich würde natürlich gerne den Mann noch mitnehmen. Geht das? Der müsste doch hier irgendwann auftauchen. Hier, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier war.
Vielleicht ist er schon oben. Der Kristall für Triss. Wir sind draußen, oder? Genau, hier geht's schon nach oben und da. Oh, Tageslicht, schön. Und spazieren. Du lebst noch? Klar. Hast du was gefunden? Ich will ehrlich sein. Staub, Schmutz und einen Megaskopkristall. Was zum Teufel das auch sein mag. Aber er könnte wichtig sein. Gib ihn mir. Wir überbringen ihn dem König. Nein, das mache ich ja selber. Du scheinst dich zu vergessen. Spar dir die Befehle für deine Männer auf. Wie du willst. Schnappt ihn! Was? Ach komm, Freunde. Also ganz ehrlich. Ist doch Bullshit. Komm hier, bin ich hochgehen. Er hat ihn umgebracht. Ja, natürlich. Aber eigentlich nicht ich, sondern du. Durch deine Naivität. Ich bringe. Wolltest du was sagen? Vielleicht bring dich um? Das hat nicht so funktioniert. Nur mal so, aber naja. Ja komm, ich hätte jetzt friedlich gehen können. Habe ich auf... Was ist das hier? Aber wenn der so... Oh. Notiz, Frau Pes... Oh. Das ist in der Tat interessant. Haben wir so einen kleinen Nebenraum gefunden. Was mir... Ach, da geht's raus. Wollte gerade sagen, was mir jetzt beim Rausgehen nicht hilft. Okay, ja, es tut mir leid. Ich habe ja versucht, ehrlich zu sein und versucht zu sagen, hey Leute, ich bring's persönlich dem König, aber leider war das nicht denen ihr Interesse. Und denen ihr Interesse war natürlich nur eins. Hallo Plötze. Schön, dass man die mal so zwischendurch trifft. Denen ihr Interesse war wahrscheinlich eher was anderes. Die Frage ist, ach, da muss ich es hinbringen. Aber bevor ich das mache, ganz kurz, will ich mal in die Quest reingucken. Habe ich eine Queste, in der ich zufällig die meistgesuchte Frau Redaniens... Sammeln sie alle, fliegende Fäuste, hoher Einsatz. Hexer-Aufträge ist es eh, wenn. Warte mal, immer Tastatur. Das Rätsel. Sprich mit dem Jäger, sprich mit Eltern, finde Karawane, sprich mit Bruno, redanischen Offizieren, Söldnerhand, Brienhorsches Witwe, Wache, Kurt. Scheiße. Leider. Schatzsuche. Finde mal. Nee, also ich glaube, Triss werden wir da nicht mehr finden. Und wenn wir Triff aber... Triss aber widersprechen... wieder treffen, dann muss ich es unbedingt drauf ansprechen. Deswegen muss ich unbedingt darauf achten, dass ich den verkackten Kristall nicht verkaufe. Huch! Was für ein Schiff, wie geil! Alter, wie ekelhaft war denn das gerade? Ist schon das Königenschiff, oder? Was ich da sehe, das Schiff ist ziemlich geil. Wir waren da schon mal, aber... Geralt ist ein Profi, kann man nicht sagen. Pass doch auf. Schön. Ist schon das Schiff der... Pass doch auf. ...königlichen Audienz, oder? Oh, Scheiße. Oh, der König selber... Ersticken. Sprechen wir gar nicht. Von Stahl. Dies ist das Schiff seiner Majestät Radovid des Fünften. Ich weiß. König von Redanien. Nenne dein Begehr. Ein Big Mac, eine Cola, zweimal Pommes, dazu bitte Mayo und ein Sechser Chicken mit Barbecue-Soße, bitte. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhardt. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Hexer. Hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhardt gefunden? Das nicht. Ich hätte ihn gerne noch Triss gezeigt. Aber nein. Nein, sie war nicht in ihrem Versteck. Aber ich habe dort diesen Kristall gefunden.
Hätte ich einen glitzernden Stein gewollt, wäre ich zum Juwelier gegangen. Du solltest mir Eilhard bringen. Das ist der Kristall eines Megaskops. Die Magier, die ihr gefangen haltet, müssten daraus Informationen erhalten können. Ja, dann wären sie endlich mal zu was Nütze. Ist zwar nicht genau das, was ich erwartet habe, aber du hast dir deine Bezahlung verdient. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mich um andere Angelegenheiten kümmern. Wann geht die Quest weiter, dass wir ihn umbringen können? Der Ritter aus dem Märchen. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Ganz kurz, ich schau mal kurz auf die Karte. Wir sind da, wir sind eh. Okay, was wäre denn die nächste Quest? Ich fange jetzt aber keine mehr an. Aber wir haben jetzt die Queste ganz gut aufgeräumt. Es kamen zwar immer jetzt hohe Einsätze, die können wir noch nicht spielen. Finde Schreiber in Passfolio und melde dich beim Gewinnturnier mit hohen Einsätzen an. Das ist, klingt eh nach Gewinnturnier. Das machen wir dann eh nicht. Boxkampf, sammeln sie alle, ist auch gewinnt. Meisterliche Rüstungsschmied ist nicht in Novigrad. Auf der Fährte gehe nach, das ist auch nicht Novigrad. Ich sehe gerade, die Nebenquests sind durch. Das heißt, wir könnten uns jetzt den Hexeraufträgen zunehmen. Das heißt, 15. Die tödliche Wonne. Oha, oha, oha. Da bin ich mal gespannt, was uns da in der nächsten Folge denn so erwartet. Mit Geralt bei der Runde Hexeraufträge. Hex! Zum Beispiel wahrscheinlich eine Menge magisches Gedönsgezeug. Ich habe keine Ahnung. Es wird sich noch herausstellen. Ich bin echt gespannt. Wir haben jetzt die ganzen Nebenquests endlich abgegrast. Da kommen zwar jetzt immer wieder welche hinzu, die mit Quint. Da werde ich vielleicht die eine oder andere wichtige noch versuchen, so wie die eben vorgelesene. Die werde ich vielleicht doch nochmal reinschauen, aber so an sich mag ich die Gwint-Spiel. Das dauert zu lange. Das ist fürs Let's Play blöd, eine Folge Gwint zu spielen, denn so lange dauert das ja meistens. Das ist das Problem. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Vielleicht eine Runde Livestream? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Muss ich mir überlegen, aber erstmal in der nächsten Folge machen wir Hexeraufträge oder Schatzsuche. Ist beides ziemlich interessant.